Heidi ho, Leute, und ein allerherzlich willkommen hier zu einem neuen Part, Dishonored. Ja, ich möchte mir jetzt endlich das Knochenartefakt holen und letztes Mal beim Ausmachen bin ich aus Versehen schon in den Kamin reingeteleportet. Und da ging es nicht weiter, deswegen tut mir leid. Ich glaube, ich muss entweder hier lang. Das gucken wir uns mal an. Nein. Das ist auch nur eine. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ui. Der hat zum Glück gerade unterm Tisch geguckt. Muss ich denn hin für das blöde Knochenartefakt? Was ist da in 11 Metern? Muss ich da irgendwas aktivieren oder so? Gibt es da einen geheimen Schalter? Das muss ich mal gucken. Ich muss wohl doch höchstwahrscheinlich durch den Kamin durch, aber... Wie? Muss es doch irgendwo einen geheimen Schalter oder sowas geben? Bestimmt in der irgendeiner Statue oder so. Interessant. Hier war ich auch schon mal. Okay. Gucke mal vorsichtshalber. Der Typ wieder zurückkommt? Nö. Hier irgendwas drücken? Oder hier? Ist hier nicht irgendwie so ein geheimer Knopf oder sowas? Ich bin echt überfragt. Da kommt jetzt noch einer. Ich muss da bestimmt irgendeinen Hebel drücken oder sowas, aber ich weiß nicht wo. Doch, hier, das Ding ist blau, das heißt, ich kann damit irgendwas machen. Ja, und da ist nur eine Tussi drin. Ich glaube, da werde ich auch noch mal reinschauen. Drehen. Ah. Sehr schön, geheimer Raum. So, mal wieder zumachen hier. Hahaha. Sieh da. Eine leere Flasche. Und Mana-Elixier, Gott sei Dank. Oh, von der Kaiserin an Corvo? Corvo, wie habe ich sie während ihrer Abwesenheit vermisst? Gäbe es doch noch jemanden, dem ich vertrauen könnte. Ich hätte ihn entsandt, damit sie bei mir bleiben können. Aber es gibt niemanden. Die Seuche hat so viele dahin gerafft. Der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Wenn sie fort sind, scheint jeder Tag wie eine schwere Last. Selbst einfache Aufgaben machen mir Sorge. Emily ist äußerst dickköpfig und die großen Probleme der Stadt, der Konflikt und die Seuche, sie scheinen unüberwindlich. Aber sind sie nah, ist es anders. Dann findet mein Herz Frieden. Hat die Kaiserin etwa in uns verliebt? Jetzt hören wir uns hier mal an. Meine Tochter, eines Tages wirst du erwachsen sein. Und ich frage mich, was du von diesen Jahren behalten wirst. Wirst du dich gern an deine Kindheit erinnern? Oder gab es zu viele Kindermädchen, formelle Essen und langweilige Geschichtsstunden? Vielleicht werden die kostbaren Stunden, die wir miteinander verbracht haben, heller leuchten. Die Zeiten mit deiner Mutter und mit Corvo, der meinem Herzen so nahe stand. Ich hoffe, dass Ratten und Seuche nur ein vorübergehender Schatten sein werden. Alte Erinnerungen. Krisen kommen und gehen. Gemeistert von deiner Mutter und ihren Beratern. Du wirst auf dem Thron sitzen und weise herrschen. Das Leben ist schwer, voller Verantwortung und Gefahren. Du
Du konntest dir nicht aussuchen, die Tochter einer Kaiserin zu sein, aber du wirst mit den Herausforderungen wachsen. Bewahre dir dein gutes Herz, Emily. Zeichne und erzähle Geschichten und teile deine Macht nur mit Menschen, denen du wirklich vertraust. Tja, leider wird sie das nie hören. Und da oben ist das Knochenartefakt. Oh, da können wir endlich verschwinden hier. Wir brauchen aber noch eine Rune und die ist irgendwo draußen. Mensch, aber das hat sich schon komisch angehört. Die Kaiserin, also ich bin ihr am Herzen nah. Hat die Kaiserin etwa in uns verliebt? Wird das noch herausfinden werden? Ich weiß es nicht. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Oder teleportieren. So, wieder nach oben steigen. Dann wollte ich noch mal kurz da in das Ding da hier reingucken. Was? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Upsi. Wenn ich gewusst, dass sie genau auf die Tür drauf starrt, die blöde Kuh. Hallo? Komm raus. Ups. Also schön. Wo bist du? Nicht hier. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich weiß, dass du da drinne bist. Ich bin schon gemein. Hallo? Komm raus. Ja, beweg dich doch mal bitte. In Ordnung. Geh doch mal weg. Ich möchte dich nur ein bisschen von hinten massieren. Da liegt doch noch irgendwas. Ach, ich muss da rein. So. Komm mal her, Schätzeleinchen. Zack. So, bleib mal hier liegen. Hier passiert ja nichts. Oh, ein Schlüssel zu den Gemächern des Lordregeln. Wie unnütz. Ich glaube, die hatten wir schon. Und die schnarcht jetzt den Schnarch der Gerechten. Was zum Teufel ist das da für ein Buch? Ich will das Buch lesen. Tochter von Tyvia. Ah ja. Naja, viel Spaß beim Lesen. Ist mir wieder zu lang. Hier ist schon wieder so eine komische Lampe. Okay, und ich sollte, glaube ich, hier langsam mal verschwinden, aber ich will hier mir nur alles angucken. Aufpassen. Hier schleicht jemand herum. Schleicht niemand herum. Das bildet ihr euch nur ein. Da jetzt auch niemand drin. Lass mal die Mana wieder aufregenerieren. Nö. Oh, da ist noch ein Zettel drin. Das mit der Kaiserin, das ist schon sehr mysteriös. Ah! Da ist ja noch einer. Hau ab! Oh, ich habe schon wieder die Nachtsicht ausgewählt. Ihr habt anstatt teleportieren, die kriegt die Krise. Das ist eine Ratte. General Tobias Gemächer. Ach so. Bedenken über den kaiserlichen Befragten. General Tobias, ich muss Sie einmal mehr drängen, Sir. Der Foltermeister kommt jetzt regelmäßig bei Nacht in die Kaserne. Gestern Nacht wachte Corporal Husa auf, um zu sehen, wie der Irre ihn im Dunkeln angeschielt hat. Andere Männer berichten, dass ihnen persönliche Gegenstände abhanden gekommen und dafür seltsame Dinge zurückgeblieben sind. Sanders sagt, er habe ein paar Zähne in sein Taschenbuch gewickelt gefunden, Taschentuch gewickelt gefunden, Zähne. Und Bierson fand 3 angemalte Rattenköpfe auf einer Schnur an einem Rasieretui. Was auch immer dahinter stecken mag, es muss aufhören. Die Männer sind verunsichert und ich weiß nicht, wie lange ich sie noch davon abhalten kann, in den Raum des Drecksacks zu gehen und ihn zu Tode zu prügeln, während er noch schläft. Mir egal, wie sie ihn nennen, Henker, Foltermeister, kaiserlicher Befrager oder Fledermausgesichtiger Troll. Er muss sich von der Kaserne fernhalten. Ah ja, der wird jetzt... Oh. Der wird sich jetzt fern... Oh, eine Verbesserung. Explosivgeschosse, das brauchen wir ja nicht.
kaiserliche Meisterspion. Und wieder was zum Lesen für euch, Leute. Viel Spaß! Sonst gibt's hier nichts, nur die Verbesserung. Ja, gut, okay. Ist ja auch was. Hilfe! Verdammter Hund! Leckerlich! Ich will da rauf. Dankeschön. Oh, und wieder. Ey, ich hab einen Verbrauch an Betäubungsbeutel. Jetzt reicht's mir. Ich will hier raus. So, wo kam ich denn nochmal am besten raus? Gab's doch ganz viele tolle Geheimgänge. Bei der Küche gab's, glaube ich, einen. Aufpassen, hier schleicht jemand herum. Ah. Schaue mal. Hier haben wir doch schon einen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich zu dem anderen Artefakt komme. Muss ich bestimmt die eine Rune... Ach, scheiß drauf. Leute, auf die Rune scheiße ich jetzt mal. Mein Gott, ich will ja eh nicht alles ausbauen. Also von daher... Tut's mir leid. Ich habe jetzt keine Lust, hier noch alles durchzusuchen und tausendmal neu anzufangen. Also wir haben es geschafft. Der Lord Regent ist eliminiert. Oder besser gesagt, ja, ist ja eliminiert, aber nicht von uns. Samuel. Jetzt müssen wir uns nur noch hier wieder zurückschleichen. Aber wir haben ja soweit alles gut weggekriegt. Deswegen können wir uns ja eigentlich ganz gut mal versuchen, lang zu schleichen. Der sieht uns hoffentlich nicht. Ich mich hier drüber lang schleiche. Weil das. Die Rune ist irgendwo da hinten, aber wie soll ich denn da hinkommen? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht wissen. Das ist. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass die Mission vorbei ist. Soll ich mich jetzt da runterstürzen oder. Geronimo! Tot. Warum war mir das klar? Oh bitte, und wo habe ich jetzt gespeichert? Ich hoffe, wenn ich raus... Oh, Gott sei Dank. Ja, das Wasser kann hart sein, ne Leute? Entschuldigung. Ich will eigentlich nur noch raus. Ich will nichts mehr irgendwie großartig machen wollen oder keine Ahnung. Ich will hier nur noch weg. Na, das geht doch ja schon mal ganz gut. Ist wieder da aufs Dach oder so. So. Denn jetzt darüber. Und jetzt ganz vorsichtig mal einen Blick riskieren. Die gehen schon wieder weg. Super. Dann können wir uns ja quasi nach hier unten stehlen. Na komm. Ups. Und ab dafür. Samuel, ich komme. Ich hab's geschafft. Hast du es gehört? Coole Sache, das. Coole Sache. Es müsste jetzt eigentlich das Spiel vorbei sein. Emily kann jetzt Kaiserin werden. Samuel? Hallo? Ey, willst du mich ertrinken? So. Ist alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Hound Pits Pub? Ja, die eine Rune ist jetzt egal. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Yay, dann machen wir eine schöne Party. So, Gegner eliminiert ein.
Leiche oder Bewohner. Ja, gut, das ist dafür aber ein niedriges Chaos-Level. Foltermeister des Lotgren getötet. Korruption des Lotgren öffentlich gemacht. Oh, uns fehlt ein Gemälde. Den Schrein haben wir gefunden. Uns fehlt eine Rune. Doof. Naja, fortsetzen. Was wird uns jetzt erwarten? Eine Riesenparty. Der Vorabend der Krönung. Der Lotregent ist besiegt, die Herrschaft von Emily Corwin sichergestellt. Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass sie sicher zum Dunwall Tower gebracht wird, wo sie ihren Platz als rechtmäßige Thronfolgerin einnehmen wird. Yay, Leute! Große Veränderung. Ey, da liegt was. Ich würde hin. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Na, das stimmt. Aber diesmal ist es anders. Der Lordregent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Party! Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Ja, aber erstmal möchte ich mir da die Sachen holen. Corvo. Party kann warten. Ich muss mir jetzt erstmal die Sachen da holen. Könnte ja nicht so ungeschehen da liegen bleiben. Blöder Fisch, lass mich ja in Ruhe. Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Wer hat denn das hier liegen lassen? Ach, das sind nur ein paar Fressereien. Na toll. Das wäre irgendwas von Wert oder so. Toll. Ah ja, wie gewonnen, so zerronnen. Die Kaisertreuen. Tja, dann kann ja Emily jetzt quasi Königin werden, Kaiserin werden und wir sind cool und freuen uns. Wir haben quasi alles aufgedeckt, wir sind nicht mehr schuld am Mord der Kaiserin. Coole Sache das, coole Sache. Alles aufgedeckt. Ich bin froh. Gucken, was jetzt so großartig kommt. Also es dürfte ja nicht mehr viel kommen. Wir gucken trotzdem mal noch zu Piero. Ich möchte mal meine Sachen noch aufwerten. Ich hoffe, der ist auch noch da und macht nicht schon die Party mit. Piero? Nö. Ist das was Neues? Bald ist es soweit. Falls nicht alles schief geht oder ich betrogen werde, trage ich Kürze einen sehr eindrucksvollen Titel. Kaiserlicher Arzt. Nein, klingt zu sehr nach Sokolov. Es ist vielleicht Zeit für Veränderung. Etwas ganz Neues. Etwas, das die Akademie der Naturphilosophie in ihren Fundamenten erschüttert. Kaiserlicher Alchemist. Physiker. Kaiserlicher astrologischer Metaphysiker. Das ist es. Ach du Scheiße. Das passt doch auf keinen Personalausweis. Wie sie sich alle jetzt schon hier ihre Titel zuschustern. Und was kriege ich jetzt eigentlich? Werde ich wieder Leibwächter nur? Na, bestimmt. Möchte aber auch nochmal in mein Häuschen gucken. In meinen schönes. Vielleicht hat mir ja jemand wieder was hingelegt. Achtung, Bürger von Dunwall. Hiram Burrows, einst als Lordregent bekannt, ist nicht länger im Amt. Sein korruptes und unrechtmäßiges Regime ist vorüber. Lang lebe die Kaiserin. Yay! Der Typ bringt auch wieder tolle Nachrichten. Nö. Hat mir jemand was gebracht? Keine Belohnung. Toll. Achtung, Bürger von Dunwall. Bitte rechnen Sie mit einer zeitweiligen Unterbrechung der Regierungsdienstleistungen. Achten Sie auf weitere Ansagen. Bla bla. Tor. Ah, da liegt auch was. Meins. Ich kleiner Fuchs. Ja, wir gehen schon bald zur Party, Leute. Ich überlege, ob ich die Party vielleicht auf den nächsten Part verschiebe. Ups. Toll, bin ich genau hier reingefallen. Weil, nicht, dass dann danach irgendwie die Credits kommen oder so und das dann übelst lang wird und
der Part sich hier übelst in Länge zieht. Außerdem ist es ja schon so weit. Mensch. Okay, Leute, im nächsten Part gucken wir denn zur Party. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die Party im nächsten Part. Also dann, Leute, macht's gut. Ciao.